Hier können wir mal noch zumachen. Mal hier noch eine Wurzel rausholen. Kohle wäre noch besser rauszuholen. Hauptsache Wurzel erstmal gerettet, aber die Kohle liegen lassen. Oh Mann. Der Fischer fischt. Fischers Fritz fischt frische Frische. Ich kann es nicht. Zumindest nicht mitten in der Nacht. Nochmal ein paar Nägel wären gut. Das wollte ich jetzt bauen und weiß es schon nicht mehr was. Schlecht. Das hier will ich fertig bringen. Ah, Fässer wollte ich bauen. So, wir haben Nägel. Wir haben Holz. Und wir haben Eisen. Und wir machen mal... Okay. Das ist wichtig. Das ist nicht so sehr wichtig, nur weil ich dann nach da unten komme. Da drüben ist auch nichts wirklich Überwältigendes. Aber hier erstmal die Statue von dem hier. Eisenspitzhacke und ganz viel Stein. Das Tolle daran ist, ich finde die gar nicht mal so teuer. Da könnte man auch mehrere von machen. So, dann hatten wir noch eine Statue von ihm hier. Der kriegt nämlich eine Stahlkeule. Das ist schon teurer. Und kriegt auch Stein dazu. So. Wandteppich mit Farbe und Leder. Keine Lust. Stoff ist noch teurer. Wie sieht's hier aus? Ein Brunnen. Davon würde ich gerne einen machen. Ganz einfach, um ihn zu haben. Das war auch blöd. Und Blumenrelief. Einmal herstellen. Dann Wasserspeier machen wir jeweils einmal. Oh ja, das wird gut. Ich merke schon. Ich finde, wir kommen jetzt eigentlich relativ gut voran. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen eine Glückssache. Hat man gerade die Rohstoffe da, die man braucht? Hat man vorher genau das Richtige gebaut, um dann das Nächste zu bauen? Oder ist es dann erst das Übernächste? Oder? Faden könnten wir jetzt mal einmal machen. Mit Brett und Wolle. Und eigentlich würde ich gerne auch einmal Stoff machen, auch wenn das jetzt gerade nicht so... Den da rein, Wolle zweimal und Wasser. Zumindest mal fünf, so. Brauchen wir davon noch welche? Wenn dann den anderen. Weil die Stahlkeule ist zu wichtig im Augenblick noch. Die Eisenspitzhacke, davon habe ich genug. Wir machen das hier so. Es geht ja kaum noch hoch. Was hat man da noch bekommen? Die Wasserspeier. Kosten halt ziemlich viel Stein. Ja, quälen wir uns einfach bis zum Ende durch. 20 Stück müsste reichen, hoffe ich mal. Und dann können die hier auch mal ein bisschen in die Produktion gehen. Ich glaube, der geht schon. Nee, geht er nicht. Ich weiß gar nicht, unter was die Werkstattbenutzung fällt. Ob das Tischler ist oder Schmied oder... Keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche bald auch wieder neue Steine. Also nur noch 188. Das ist schon noch einiges, aber... Ja. Na super. Hat er gut gemacht.
Da liegt auch schon wieder Wolle rum, also über Wollmangel kann ich mich jetzt nicht beklagen. Eher darüber, dass es hier alles nicht so läuft, wie ich das möchte mit dem Einsammeln, aber gut. Auch darüber kann man sich eigentlich nicht beklagen. Das ist normal bei dem Spiel. Hier liegt Eisen mitten im Weg rum, aber keinen interessiert's. Warum auch? So Eisen, ja. Ich könnte davon noch einen bauen. Ich könnte es aber auch lassen. In dem Augenblick läuft es erschreckend gut. Mal gucken, ob es so bleibt. Ich glaube, wir haben bisher noch keinen Zwerg verloren, wenn ich mich recht erinnere. Das hatte ich auch bei dem anderen Kampagnenspiel, wo ich ja dann schon so ein bisschen zumindest das Spiel kannte. Habe ich das versucht und habe das sogar fast geschafft, bis mir dann irgendwie aus Blödheit, weil ich auf doppelter Geschwindigkeit stand und das erst nicht kapiert hatte mit niedriger Dings, da sind sie mir zu so einem Portal, was ich da reingerannt. Ich habe das nicht verstanden, dass das kein normaler kleiner Kampf ist, sondern dass es ein richtig großer ist, wo es auch wichtig ist zu gucken. Und bis dann ich den Zwerg daraus hatte, trotz Portal und alles, war er halt kaputt. Bei kaputt hört sich blöd an, aber tot war er auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Hey, mehr Weizen, das ist gut. Ach ja, das ist sehr gut. Hier hinten ist es noch gar nicht gepflanzt. Ja, wir haben das Mehl fertig. Mit dem Mehl können wir jetzt hier... Also wir machen einmal Brötchen. Die gehen am einfachsten. Oh, das Mehl ist noch nicht fertig. Wir machen noch 5 Stück. Äpfel. Eier, Mehl, Kohle und Wasser. So geht ein Kuchen. Wobei, stellt euch einfach vor, dass anstatt der Kohle Schokolade reinkommt. Nicht besser. So, 30 Stück davon. Und einmal noch ein Brot. Kohle, Wasser, Mehl und Würstchen, würde ich schon sagen. Ei. So ein Wurstebrot ist schon was Tolles, wenn die Wurst richtig lecker ist. Und ich stehe voll auf gesalzene Butter, muss ich auch sagen. Lecker. So, mal wieder ein bisschen Holz abbauen. Und dann mal gucken, was wir noch so bauen können. Im Augenblick hängt es hier oben dran. Also wir brauchen... Eine Schöpfkelle braucht, glaube ich, Metall, genau. Da bin ich dagegen. Wir brauchen mehr Apfelkuchen. Das wiederum bedeutet, wir brauchen mehr Mehl. Das bedeutet, wir brauchen mehr Getreide. Getreide bedeutet, wir brauchen mehr Weizen. Und Weizen haben wir gerade mal 4 Stück. Wundervoll. Gibt schon mal 8 Getreide. Die können wir ja schon mal anfangen, hier wieder einzusehen. Hatte ich nicht mehr? Hätte ich das nicht gerade eben gemacht? Ich bin leicht verwirrt. Habe ich eben nicht Weizen zu Getreide gemacht? Ich muss es nicht verstehen. Ich hätte schwören können, ich hatte eben Weizen zu Getreide gemacht. Ich war mir sicher. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur müde. Ich denke auch, wir werden jetzt demnächst mal wieder eine kleine Pause machen, mit der Aufnahme natürlich. Aber wie gesagt, es ist spät und ich bin müde. Eigentlich jetzt auch mittlerweile. Und ja, wir haben immerhin 43%
Zwergenfreudigkeit. Was haben wir hier? Wir haben hier noch ein Regal, was weg muss. Die Tische, die Stühle. Ah, Vasen. Dann möchten wir gerade mal hier. Okay, die Vasen. Können die da so zwischen rein? Dann machen wir erstmal weg. Können die da zwischen rein? Ja, gut. Können so. So, so. Warum geht es denn nach hinten so weit weiter? Verdammt. So, so. Und der restliche Vasenanteil kommt hier unten zu den armen Leutchen, die hier im Blätterbett schlafen müssen. Was kein Komfort hat und so ein Holzbett. Komfort 2. Die sind immer noch nicht fertig, die Statuen, aber die Schilder hier sind fertig und wir hatten die ja hier oben schon hingehängt. Ich denke, das mache ich jetzt auch weiter, so weit möglich. So. Und, na, muss reichen. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Ich döse wirklich beinahe weg. Aber eigentlich würde ich gern hier noch irgendwie weiterkommen. Und ich komme nicht weiter. Und ah, alles fürchterlich. Die Statuen werden nicht fertig gebaut. Wenigstens bin ich da durch. Könnte ich eigentlich mich noch hier nach unten ziehen, die Statuen, damit ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch weiß, die will ich noch setzen. Doppelt gemoppelt hält leider nicht besser, als es gibt genau den gleichen Bonus, wie wenn nur eins da wäre. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich es jetzt gerade eingestellt hatte. So, perfekt. So. Hier unten ist er fertig mit Graben. Hier hinten kommt man noch so ein Lichtlein rein. Gut, mit der nächsten Ebene müssen wir vorsichtig sein, weil es geht eigentlich. Wir fangen schon wieder an, weiter zu graben, obwohl ich hier eigentlich gar nicht gerade... Ich habe ja immer noch nicht alles eingesammelt. Unten liegt sogar Wasser rum, okay. Da hatte doch wieder jemand das praktisch dabei und hat es da unten liegen lassen, als er auf den Gegner losgegangen ist. Das sehe ich ja jetzt schon richtig gehend vor mir, gehend vor mir. Ach, ja. Naja gut, also ich hoffe, es gefällt euch mittlerweile. Es wird immer komplexer. Wir haben jetzt 11 Zwerge. Ich selber bin auch von der Komplexität immer noch manchmal so ein bisschen überfordert. Deswegen seht mir nach, wenn ich irgendwelche Sachen nicht so gut erkläre oder wenn ich manchmal auch ein bisschen vor mich hin brummel und versuche, die Sachen zu regeln. Geht einfach nur darum, dass ich auch will, dass wir relativ gut und schnell und zügig vorankommen. Ich sehe gerade, eine von den Statuen steht genau hier. Naja gut, okay. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann.